aus dem Studio Norden. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Und Sie werden unschwer erkennen, dass wir zwar wieder Wasser im Hintergrund haben, aber uns heute nicht auf einer Fähre befinden, sondern wir haben heute mal den Standort gewechselt für unseren Talk. Wir sind nach Oldenburg gefahren und das hat einen guten Grund. Und für all jene unter den Zuschauern, die regelmäßig bei unserem Programm dabei sind, die werden möglicherweise dieses Ambiente hier schon in Erinnerung haben. Hier haben wir nämlich schon mal gesessen, vor einem Jahr, um uns mit dem Mann zu unterhalten, der Namensvetter ist und verantwortlich für eine Veranstaltung, die jetzt in die 26. Runde geht hier in Oldenburg. Das internationale Filmfest startet in der nächsten Woche wieder und wir sprechen mit Thorsten Neumann. Hallo erstmal. Hallo Thorsten. Die erste Frage muss ja immer sein, bis jetzt, gerade waren wir verabredet, ein bisschen länger hat es gedauert und war schon gleich gesagt, Stress zurzeit. Eine Woche vor dem Beginn ist der Stress wahrscheinlich am größten, oder? Ja, wenn du mir sowas zwei Monate vorher sagen würdest, dann würde ich denken, ach nee, dann geht's schon wieder. Die wichtigsten Sachen sind geklärt. Vorverkauf geht los, läuft, aber das ist, kommt dann doch immer ganz anders und dann ist der Stress an jedem Tag immer am größten, glaube ich. Heute auch. Wie ist es generell? Im letzten Jahr habt ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Da war sozusagen natürlich ein bisschen der Fokus auch auf diese 25 Jahre. Wie lässt man die Revue passieren? Jetzt ist wieder ein neues Filmfestjahr. Ist das dann in dem Falle anstrengender, so ein Programm zusammenzustricken nach so einem Jubiläumsjahr oder vielleicht sogar einfacher, weil man den Fokus wieder auf den Film richten kann? Ja, wir haben ja auch im letzten Jahr ein bisschen aufgepasst, dass wir letztendlich nichts anderes machen als in den anderen Jahren auch, nämlich ein Festival mit aktuellen Filmen. Aber klar hat man drumherum ein bisschen was damit zu tun, das irgendwie mal zu verarbeiten und auch nach außen zu zeigen, dass es uns 25 Jahre gibt. Ein paar Mal habe ich in diesem Jahr den Eindruck, dass wir sozusagen so ein Jahr eins nach dem 25-jährigen Jubiläum begehen. Weil wir haben auch viel in unserer Struktur verändert. Wir haben neue Orte, in die wir uns hier in der Stadt bewegen. Und es macht so ein Gefühl von Aufbruch, den wir natürlich jetzt auch auf das Publikum und auf das Festival, was dann jetzt demnächst losgeht, übertragen wollen. Aufbruch bezieht sich in dem Fall oder neue Orte nicht auf neue Spielstätten, aber ihr habt wirklich einiges an der Struktur verändert. Vielleicht für die Zuschauer, die sich da nicht so etwas darunter vorstellen können, was hat sich da konkret verändert? Ach, wir haben neue Partnerschaften dazu gewonnen. Wir haben neue Orte, was Vorverkauf, Festivalcenter, Gästecenter angeht, gefunden und finden müssen auch teilweise und wir manchmal ist das furchtbar anstrengend und man wünscht sich, dass man so in den festen Strukturen bleibt und andererseits denke ich oft, wenn wir so Stillstand haben, dann wird es langweilig und es war eigentlich immer schon so eine Qualität des Festivals, dass wir uns in Oldenburg auch mal hier und da bewegt haben und an neue Orte gegangen sind und das findet in diesem Jahr ganz sicher wieder statt, ja. Vielleicht mal ganz kurz zu den Zahlen. Wie viele Filme mussten im Vorfeld für das Filmfest gesichtet und in Augenschein genommen werden und wie viele Filme haben es dann letztendlich in die Auswahl geschafft? Wie viele Filme werden hier gezeigt? Ja, wir sind ja ein kleines Festival, also seit Anbeginn von Mittwoch bis Sonntag, 5 Tage und haben immer so zwischen 40 und 50 Spielfilme im Programm, Langfilm. Und in diesem Jahr haben wir so ungefähr 1500 Filmeinreichungen sichten müssen und wollen und bewerten und auswählen. Das ist natürlich eine Relation, die recht gigantisch ist. Und das ist halt auch viel, viel Arbeit und viel Abwägen. Und das ist letztendlich auch ganz schön, so übers Jahr ganz schön viel Zeit, die man damit verbringt. Aber klar, wir haben immer bessere Einreichungen.
Das stellen wir seit ein paar Jahren fest. Wir haben wirklich viele Filme, wo wir uns wirklich schwer getan haben, am Ende zu entscheiden, der kommt rein und der kommt nicht rein. Es ist am Ende dann fürs Publikum hoffentlich was Gutes, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Entdeckungen präsentieren können. Das macht ihr eigentlich ja jedes Jahr, dafür ist Oldenburg auch bekannt und ja, auch beliebt und anerkannt. Gerade im Ausland wart ihr im Grunde genommen viele Jahre lang anerkannter fast als hier vor Ort, so der Prophet im eigenen Lande. Man hat aber den Eindruck, dass gerade in den letzten Jahren das auch in Oldenburg wirklich richtig angekommen ist und dass das Oldenburger Filmfest auch hier vor Ort die Wertschätzung erfährt, die es schon Jahre zuvor hätte haben können. Sehe ich das nur so oder ist das tatsächlich so? Nein, das hat sich schon toll entwickelt und ich muss ja auch immer wieder staunen und mich freuen, wie wir hier ein Publikum haben für wirklich spezielle Filme. Also die sind ja alle unterhaltsam und machen Freude und es geht selten mal jemand aus dem Kino und denkt, das habe ich jetzt gerade geguckt. Aber es ist halt irgendwie etwas, wo man sich drauf einlassen muss, wo man vielleicht nicht die bekannten Namen oder die bekannten Handlungsmuster drin entdeckt, wenn man aufs Programm guckt. Und das ist schon super, was hier passiert, weil das haben mir früher immer viele Leute gesagt, dass man in einer kleineren Stadt eigentlich auch ein Kleinstadtprogramm machen sollte. Was heißt, Leuten, Zuschauern nur das zu geben, zu präsentieren, was man so übers Jahr auch kennt. Und da haben wir aber sowas von das Gegenteil bewiesen und dass diese These eigentlich Quatsch ist, weil das Publikum ist interessiert an Dingen und an Entdeckungen und man darf die nur nicht einschläfern und das versuchen andere halt, wir nicht. Und das gelingt euch, wie ich finde, ganz ausgezeichnet. Wenn du dir das diesjährige Programm anguckst oder auch die Einreichungen im Vorfeld, wie würdest du den Filmjahrgang 2019 aus Independent Sicht bewerten wollen? Also ja, habe ich schon öfters mal sozusagen thematisch besprochen. Das ist scheinbar ein Jahrgang, der so eine Bewegung nach oben signalisiert. Ich glaube, da passiert einiges. Man hat manchmal so Jahre, auch mehrere hintereinander, wo man so sieht, dass so bestimmte Erzählmuster immer wieder auftauchen, dass so Entwicklung so ein bisschen stagniert. Und in diesem Jahr haben wir sehr, sehr viele Filme im Programm, die sich echt was trauen, die andere Geschichten erzählen, anders erzählen, die so nicht auch in diesem unabhängigen Kino nicht so auf so ausgetretenen Pfaden sich bewegen. Und deswegen glaube ich, das Independent Kino hat gerade einen ganz guten Lauf und vielleicht hält er auch noch ein paar Jahre an. Und dieser Trend zum unabhängigen Film beziehungsweise auch zum mutigen Film, mutige Filmemacher, der wird hier sehr gutiert in Oldenburg. Das Filmfest wird gut wahrgenommen von den Fans, die ja aus ganz Deutschland oder auch aus dem angrenzenden Ausland hier anreisen, die jetzt auch wieder sozusagen das Programm nicht nur lesen können, sondern jetzt können auch endlich die Karten im Vorverkauf bestellt werden. Es gibt ein spannendes Programm. In der ersten Pressekonferenz, die wir erlebt haben vor zwei Wochen, da gab es eine Frage, die so ein bisschen dahin geht, was kommen denn für Stars, was kommen denn hier für Leute? Habt ihr dadurch, dass ihr vor ein paar Jahren den Nicolas Cage da hattet, die Messlatte vielleicht sogar zu hoch gelegt, dass der Erwartungsdruck jetzt plötzlich so groß ist, weil es kommen tolle Namen und die werden teilweise gar nicht mehr so wertgeschätzt, weil der alles überstrahlt, dieser eine Name. Ist das so Fluch und Segen gleichermaßen? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also es gibt natürlich immer mal Namen, die nicht bei jedem sofort irgendwas auslösen. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Namen wie Nicolas Cage, der so über jung und alt irgendwie alle Leute bewegt. Ich hab so eine magische Energie für Wespen. Ich mag die Viecher nämlich ganz gerne, das merken die auch. Ja, das hat mit Sicherheit was bewegt, aber das war auch nur so ein Baustein in der Entwicklung des Festivals, weil wir natürlich über die Jahre immer irgendwelche Leute da hatten, die theoretisch auf einem Level sich bewegen, wo sie nicht erstmal für Oldenburg in Frage kommen. Und da war Nicolas Cage sicherlich der auffälligste unter diesen Gästen, aber die gab es eben vorher auch schon und das hat alles dazu beigetragen, vor allem die Tatsache, dass die Leute hierher kommen und das dann auch gut finden, weil es kann ja auch sein, dass die nach Hause fliegen und denken, was habe ich denn hier für einen Quatsch mir angetan,
Deswegen, das ist so eine permanente Entwicklung. Und in diesem Jahr haben wir natürlich auch wieder sehr, sehr spannende Gäste, die wir hier begrüßen, wo einige Leute schon ein bisschen in Aufregung sind. Dann erzähl mal kurz zu den aufregenden Gästen, die dieses Jahr kommen. Naja, es gibt natürlich einen Namen, der einmal so tatsächlich wirklich rund um die Welt gegangen ist, als wir den vermeldet haben. Allerdings bei der Pressekonferenz zu dieser Rückfrage auch geführt hat. Das ist Bella Thorne. Das ist ein super Jungstar, die mal bei Disney angefangen hat und so ein Serien- und Disney-Star war, Kinderstar. Und genau, darauf wollte ich nur. Eigentlich ein großer Name. Und das wurde sozusagen so ein bisschen klein plötzlich gemacht, weil dann nochmal nachgefragt wurde, weil einige nicht kennen. Ja, normalerweise hätte ich diesen Namen aussprechen müssen und alle im Saal hätten sagen müssen, ach du meine Güte, Wahnsinn, wann kommt ihr denn und kann ich ein Interview haben und so weiter und so fort. Das musste erstmal so irgendwo ankommen. Das ist schon eine ziemliche Sensation, was wir da, glaube ich, gerade an den Start kriegen, weil die hat immer das weltweite Medieninteresse auf ihrer Seite. Die ist auch so ein Social-Media-Phänomen. Die hat 21 Millionen Follower auf Instagram und ist halt so ein Model, Schauspielerin, Sängerin und die ist 21 Jahre alt und ist einfach... Die wird geliebt in einer bestimmten Gruppe Menschen, die sich komplett über die Welt verteilt. Und die hat jetzt als Regisseurin ihren ersten Film gemacht. Und wie auch immer das geschehen ist, es ist geschehen, die wird ihre Weltpremiere hier in Oldenburg vortragen. Und das ist, ich kann es ja so ganz knapp umreißen, es ist passiert, weil es Leute gibt, die der Meinung sind, die passt hierher. Das ist ein cooles Festival und das hat genug Wahrnehmung auch und das ist sozusagen auch dafür bekannt, dass es so edgy ist, also dass wir uns auch trauen, ein bestimmtes Programm zu zeigen, was nicht so im konventionellen Mustern irgendwie nur gedacht wird. Auch jemand, der immer unkonventionelle Filme gemacht hat, ist Burkhard Driest. Dem widmet ihr dieses Jahr auch einige Filme. Ja, den habe ich tatsächlich auch schon eine Weile auf unserer Liste und Stecken wir weg. Den finde ich sehr, sehr interessant. Das ist natürlich so ein Multitalent und auch einer, der immer mal aneckt, der sozusagen für Aufsehen sorgt mit anderen Dingen als nur mit dem, was er vor der Kamera oder hinter der Kamera macht. Aber uns interessiert ja der Künstler, den laden wir ja ein. Jeder kennt den, weil er in jungen Jahren mal das Jurastudium nicht zu Ende geführt hat und stattdessen eine Bank überfallen hat und weil er im Fernsehen mal so einen magischen Moment kreiert hat, wo Romy Schneider ihn vor laufender Kamera in der Talkshow sehr, sehr charmant angeblinzelt hat. Und das ist so eine Sternstunde des deutschen Fernsehens, finde ich auch immer noch grandios. Und er ist einfach ein cooler Typ, der ziemlich spannende Sachen gemacht hat. Und ich finde ja, auch in Deutschland gibt's ja sozusagen die Leute, die einmal quer durch alle Festivals wandern und alle irgendwie es niemandem, also allen recht machen. Und dann gibt's eben solche interessanten Individuen wie Burkhard Driest, der halt nicht so vorne in der Warnung ist. Und das interessiert uns natürlich auch deswegen. Und er hat tolle Filme gemacht als Autor. Und einen als Regisseur gemacht, als Schauspieler wirklich klasse Sachen gemacht, hat mit Fassbinder an Carell gearbeitet, als Schauspieler. Der auch hier gezeigt wird, Carell. Hier gezeigt wird, das war ja der letzte Film von Fassbinder, der damals schon sehr polarisiert hat und wir haben so einen richtigen Coup, glaube ich, gelandet. Wir werden am Donnerstag beim Festival mit Carell dieses Tribute eröffnen mit Burkhard Driest und als Vorprogramm dazu mit Bella Thorne ihren ersten Film zeigen, Her and Him. Und dann ist sozusagen dieses junge, wilde Ding mit dem alten Rebellen sozusagen zusammen auf dem roten Teppich. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Spannend ist auch jedes Jahr, die meisten Zuschauer werden es wissen, die Filmfest-Fans, die werden es sowieso wissen, ist die Tatsache, dass ihr mit der JVA einen ganz markanten Veranstaltungsort habt und nicht etwa nur als Abspielstätte für einen Film, sondern wirklich als Festivalort, der, glaube ich, dreimal
bespielt wird in der Zeit. Ja. Das ist weltweit nach wie vor eine ziemlich einmalige Sache, oder? Ja, ist das. Und es ist, kann ich auch immer nur wieder betonen, es ist besonders geworden, nachdem wir dieses erste Jahr gemacht haben. Und das war wie so ein Event. Da hatte der Film auch was mit Knast zu tun. Und alle danach gesagt haben, gut, jetzt hast du aber dein Ausrufezeichen gesetzt, brauchst du auch nicht mehr machen. Und wir dann uns entschieden haben, das als Standard, als normal, als Alltag weiterzumachen, weil sozusagen unser Knastdirektor derzeit und jetzt der neue natürlich genauso dieses Prinzip verfolgen, dass das Leute sind, die eine Strafe absitzen für etwas, was sie gemacht haben und danach wieder in der Gesellschaft ganz normal aufgenommen werden müssen. Das ist unser System und da tragen wir dann ein bisschen was dazu bei, dass wir die Kultur auch dahin bringen zu den Leuten, die nicht so im normalen Alltag da sonst daran teilnehmen können. Und natürlich ist es auch für Leute von draußen ein Einblick in eine Welt, die man nicht so kennt. Und es gibt ja kaum noch verschlossene Welten heutzutage, aber sozusagen in den Knast zu gehen, ist dann für Leute von draußen auch eine Erfahrung. Auch diese Erfahrung zu wissen, was das bedeutet, Freiheitsentzug. Also die müssen nicht mehr in irgendeiner abgeranzten, in so einem Loch eingekerkert sein und bei Wasser und Brot, sondern der Freiheitsentzug ist einfach sozusagen ganz anders zu spüren. Und das kriegt man tatsächlich auch mit, wenn man mal so sowas mitmacht. Du weißt, wenn du so diverse Türen durchwandern musst und nicht so einfach sagen kannst, ich geh mal kurz raus, das bedeutet schon was. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Neben den Filmen, die wir dann natürlich zeigen und mit den Gästen, mit denen wir da reingehen, ist allein dieser Ort schon was wirklich Besonderes, der was in den Leuten auslöst. Es gibt dann die klassischen Orte, an denen das Filmfest immer stattfindet. Die Programmkinos, das Programmkino Casablanca zum Beispiel ist natürlich dabei. Es gibt auch als besonderen Ort seit vielen Jahren das Theater, was mit dabei ist. Und nicht zuletzt auch für den Eröffnungsfilm, da bespielt ihr gar die EWE Arena. Das ist natürlich auch schon was Besonderes. Eigentlich ja kein typischer Kinosaal. Und da müsst ihr denn schon sehen, dass ihr natürlich auch nicht nur das Independent-Publikum ansprecht, sondern dass ihr dann ein möglichst breites Publikum herholt, um das auch voll zu bekommen, die Arena. Was kommt da dieses Jahr für einen Film, der das Filmfest eröffnen wird? Also das ist dieses Jahr tatsächlich was richtig Besonderes für uns. Wir werden den zweiten Film von Jan-Ole Gerster als Eröffnungsfilm zeigen. Der heißt Lara, ist mit Corinna Hafuch und Tom Schilling. Und ist deswegen besonders und glaube ich auch für alle Oldenburger besonders, weil der Jan-Ole hatte 2012 hier seinen Erstlingsfilm gezeigt. Oh Boy hieß der. Der hier wahnsinnig angekommen ist und anschließend einen ziemlichen Lauf hatte. Es ist ein kleiner schwarz-weißer Independent-Film, wirklich, wirklich wahr, auf den eigentlich niemand so richtig gesetzt hat. Und wir haben uns dann aus irgendeinem Grund entschlossen, auch weil ich sehr schnell sehr sicher war, dass das für mich der beste deutsche Film seit 10 Jahren gewesen ist, den ich gesehen habe. Aber trotzdem natürlich mit dem Risiko verbunden, wie du sagst, wenn man ein Publikum, wenn man 1000 Leute in so eine Halle reinkriegen will, dann muss man sich auch überlegen, wie weit kann man gehen, das zu machen. Und das haben wir riskiert, das hat geklappt und dieses Publikum war hellauf begeistert. Der hat dann bei uns nicht nur den Publikumspreis gewonnen, der hat auch Jurypreis gewonnen. Tom Schilling hat seinen ersten großen Darstellerpreis hier gewonnen. Und danach hat das was ausgelöst für den Film. Also der Verleih hat den dann größer ins Kino gebracht. Die haben plötzlich gemerkt, da kann man auch irgendwie dran glauben. Das ist nicht nur so ein kleiner deutscher Film, schwarz-weiß und obskur. Der kommt an. Und dann hat er halt so einen Siegeszug angesetzt, der dann bis zu den deutschen Filmpreisen ging. Und da hat er ich glaube, 6 Lolas gewonnen und alle Hauptpreise. Bester Film, beste Regie, beste Darsteller. Das war schon ein echter Triumphzug, den der hingelegt hat mit dem Film. Und da waren wir wirklich, ohne rot zu werden, können wir das immer sagen, wir Oldenburger waren da die Initialzündung. Und der kommt jetzt zurück. Ich habe natürlich mit dem auch schon jetzt ein paar Mal telefoniert und habe ihm auch gesagt, du weißt, wir Oldenburger glauben, du gehörst uns. Da hat er gesagt, das weiß ich auch, ist mir klar. Und er freut sich auch total und hat auch von Anfang an alles darauf angelegt, dass er auf jeden Fall bei uns irgendwie dabei sein kann. Und ja, den jetzt natürlich, jetzt Eröffnungsfilm wieder zu zeigen, ist schon echt was
sehr, sehr toll ist für uns. Und ich glaube, das wird auch eine wunderbare. Die Hauptdarstellerin Stimmung. Da sein? Die wird da sein, ja. Auch das natürlich eine tolle Schauspielerin, Corinna Harfuhr. Und da werden uns sicherlich alle drauf freuen. Die Cineasten werden sich drauf freuen. Aber wir freuen uns natürlich auch aufs übliche Programm. Das ist natürlich schwierig, in so einer kleinen Geschichte, wie wir sie hier machen, auf das Programm einzugehen, auf die einzelnen Filme einzugehen. Da muss man sich einfach mit dem Programm beschäftigen. Auf einen Film möchte ich aber auf jeden Fall eingehen, weil da noch eine Geschichte dahinter steckt, nämlich auf einen Film, der hier wahrscheinlich in der ganzen Geschichte des Filmfestes Oldenburg eine besondere Stellung einnimmt. Du weißt wahrscheinlich, welchen Film ich meine. Ich ahne das. Reach for Me. Von dem Mann, der im letzten Jahr verstorben ist und der dem Film in diesem Jahr und der dem Filmfest ja, weil er für das Filmfest eine unheimlich große Bedeutung hatte, Seymour Cassell nämlich. Ja, das war schon, wir haben das mit vielen Gästen erlebt und auch deswegen haben wir, glaube ich, so einen guten Ruf weltweit, weil sich Leute, auch hochkarätige Filmemacher oder Schauspieler, wirklich hier in dieses Festival verliebt haben. Weil wir irgendwie so eine komische magnetische Ausstrahlung dann entwickeln. Und Seymour war aber von all diesen Gästen, die auch immer gerne wiedergekommen sind, derjenige, der so viel für uns gemacht hat. Das war auch der erste Star, den wir in L.A. getroffen haben und an dem wir wirklich auch lange gearbeitet haben, dass das klappt, dass er kommen kann. Da ist schon eine mehr als nur eine Festivalfreundschaft entstanden. Der war Türöffner, ne? Absoluter Türöffner. Der hat wirklich uns Leute und Filme hierher gebracht, hat natürlich für Hollywood darüber ins Kenntnis gesetzt, was hier für ein super Ereignis stattfindet. Und die Wilson-Brüder hat Seymour persönlich hierher gebracht, so ungefähr, und ganz viele. Und es gab, glaube ich, in den 25 Jahren einen Moment, der so wie so ein Monolith über alle tollen Erlebnisse, die es hier gegeben hat, ragt. Und das war diese Weltpremiere von diesem Film Reach for Me. Auch Oliver Burton. Oliver Burton. Da gewesen. Ein Superstar. Der hat da Regie gemacht und eine kleine Rolle gespielt. Seymour hatte die Hauptrolle gespielt und hat da auch sehr für gekämpft, dass der hier seine Weltpremiere hat. Die Produzenten waren so hin und her gerissen. Und dann gab es diese Gala im Staatstheater, die so ein Magic Moment war, wie ich das wirklich noch nie wieder und nie davor erlebt habe, wo 500 Leute plötzlich in diesen Film irgendwie reingeraten sind und geschluchzt und sich gefreut haben. Und es gab Standing Ovations. Also da weiß man, warum man ins Kino geht und nicht zu Hause Filme guckt. Das war so ein Erlebnis, wirklich einmalig. Und da haben mich auch über Jahre Oldenburger immer wieder darauf angesprochen, wann und wie man diesen Film mal wieder sehen kann. Jetzt kann man's. Und jetzt haben wir uns entschlossen, und es ist auch ganz klar, so ein kleines Tribute für Seymour zu machen, weil der natürlich, die Oldenburger kennen den, auch anders als irgendwelche anderen Stars. Der war wirklich oft hier und hat die Stadt geliebt. Und wir zeigen so drei seiner tollsten Filme, die auch hier gelaufen sind. Reach for Me ist einer davon. Und ich bin sicher, dass da sehr, sehr viele Oldenburger gerne wieder hinkommen. Und die Produzentin von dem Film, die habe ich halt kontaktet und habe gesagt, ich möchte das machen. Und die lebt inzwischen auf Hawaii und hat sofort sich einen Flug gebucht und die kommt auch hierher und wird auch dabei sein. Also es ist schon ein ziemlich tolles Ding, glaube ich. Und du hast es gerade gesagt, das sind so die Filme, wo man weiß, das sind besondere Momente, deshalb geht man ins Kino, deshalb werden Filme gemacht. Großes emotionales Kino, wo dann die Menschen auch dieses Mal wieder im Kino sitzen werden und das ein oder andere Tränchen verdrücken werden. Und man wird im Programm sicherlich noch viele andere Filme finden, bei denen man auch Tränen verdrücken kann, lachen kann oder weinen kann. Alle Emotionen werden in der Regel immer angesprochen. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich kriege hier schon die Zeichen. Wir könnten uns mit Sicherheit noch Stunden unterhalten über das Programm, über die vielen Filme. Worauf freust du dich am meisten bei den 5 Tagen? Gibt es auch so noch einen Highlight-Film, aber nur kurz, den die Zuschauer unbedingt sich nicht entgehen lassen sollen? Ja, also natürlich. Also das ist echt eine gemein, Tortur. Oder? Das ist so wirklich. Das geht als Folter durch. Nee, es gibt natürlich wir haben die Gala am Samstag
im Staatstheater. Da gibt es noch eine sehr, sehr ungewöhnliche Weltpremiere zu sehen. Ein Film, der heißt Adamstown. Und das ist ein deutscher Film, der hier im norddeutschen Flachland gedreht wurde. Und das ist ein Western und das ist ein Western-Musical. Und das ist so ein Inklusionsprojekt. Das ist mit Flüchtlingen und Menschen mit Behinderung gedreht worden. Und es ist so ein guter Film und so ein geiles Musical und so super gedreht. Und wir sind wirklich ja nicht das Festival, das sozusagen so auf Political Correctness schaut. Wir laden ja immer Filme ein, weil wir die filmisch gut finden. Und es hat eigentlich noch nie so eine Bevorzugung für Themen bei uns gegeben. Und das Ding ist, finde ich, wirklich umwerfen. Das hat einen Punch und einen Humor und eine filmische Qualität im CinemaScope gedreht und die haben sozusagen die Rocky Mountains immer so wie so eine Fototapete hinten an das Flachland dran gehängt. Es ist wirklich irre gut. Das ist so ein, ich habe mit einem Menschen das zusammengeguckt und der hat gesagt, es ist ja wie so eine Mischung aus Wes Anderson und Helge Schneider, aber total ernst und klug. Wir sind sehr gespannt. Wir sind gespannt auf spannende 5 Tage, bei denen man auch die Regisseure und Schauspieler, die sich dann hier in Oldenburg tummeln, wird sprechen können. Man wird mit dem Festivalleiter, so er dann irgendwie aufnahmefähig ist, sprechen können. Und das macht dieses nahbare Festival eben aus. Für alle Cineasten da draußen gilt, starten Sie dem Filmfestival Oldenburg, der 26. Ausgabe hier in Oldenburg, einen Besuch ab. Und gucken Sie im Internet unter www.filmfest-oldenburg.de. Da werden Sie dann das ganze Programm entdecken können oder auf Entdeckungsreise gehen können. Und uns können Sie auch wieder entdecken. Spätestens in der nächsten Woche sind wir mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Entweder sind wir dann auf der Fähre oder wer weiß, an welchem Ort wir uns dann tummeln. Sie sollten auf jeden Fall wieder vorm Fernsehgerät sitzen. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss.